Der Start, eine rauschende Party 2003 vor tausenden Gästen in der Hamburger Kollerline Arena. Auf das Glück der neuen Bank, auf die Zusammenarbeit im Norden. Prost! Prost! Nach Milliardengewinnen als weltweit größter Schiffsfinanzierer folgte der genauso laute Absturz. Undurchsichtige Beteiligungen fallen der Staatsbank auf die Füße. Immobilien sind nichts mehr wert, Schiffe sind nichts mehr wert. Hamburg und Schleswig-Holstein müssen die Harzer Nordbank mit immer größeren Summen stützen. Am Ende sind es 10 Milliarden Euro. In dieser Zeit macht die Bank aber munter weiter, unter anderem mit den illegalen Cum-Ex-Geschäften. Dabei werden Aktien um den Tag der Dividendenzahlung so lange hin und her geschoben, bis das Finanzamt nicht mehr erkennen konnte, wann sie wem gehörten und so die einmal gezahlte Kapitalertragssteuer an mehrere vermeintliche Eigentümer erstattet. Zu dieser Zeit waren Peter Harry Carstensen und Ole von Beuys die Länderchefs. Später dann waren in Hamburg Peter Tschentscher als Finanzsenator und Olaf Scholz verantwortlich. Auch wenn die Bank 127 Millionen Euro aus den Cum-Ex-Geschäften zurückzahlte, stellt sich die Frage, inwieweit die Länder ihre Aufsichtspflicht verletzt haben. Am Hamburger Rathaus steht jetzt meine Kollegin Ines Jacobi. Sie hört sich die laufende Befragung von Scholz an, ist jetzt für uns extra kurz rausgekommen. Ines, was wollen die Abgeordneten denn vom Kanzler wissen? Und vor allem, kann er sich erinnern? Naja, sie fragen hier immer wieder nach, vor allem die Opposition, warum man, als die Harzer Nordbank diese Cum-Ex-Geschäfte offengelegt hat, per Bericht nicht noch weiter geforscht hat. Es gibt ja einen umfangreichen Saturn-Bericht von einer Wirtschaftskanzlei damals, der das offengelegt hat. Der ist auch hier geprüft worden. Und da steht so ein bisschen durch die Opposition der Verdacht im Raum, dass die Politik hier in Hamburg kein Interesse daran hatte, da noch weiter nachzuforschen, weil es einen Zielkonflikt gegeben hat, nämlich die Landesbank nicht noch weiter in Misskredit zu bringen, indem man eben noch weiter forscht, ob da vielleicht noch viel mehr Cum-Ex-Geschäfte stattgefunden haben. Das ist der Verdacht, den die Opposition hier hat. Scholz hat das zurückgewiesen. Er hat hier gesagt, nein, der Bericht sei so detailliert gewesen, man habe keinen Zweifel gehabt, dass es ein Aufklärungswillen gegeben hat in der Bank und sagt auch, es gab keine politische Einflussnahme, da hätte keiner ein Interesse dran gehabt. Auch hier wieder Erinnerungslücken, das kennen wir ja schon von ihm aus den Befragungen zuvor, auf Details gefragt oder ob konkrete Gespräche wann und wo stattgefunden haben, hat er gesagt, er glaube, es sei so und so gewesen. Konkret daran erinnern könne er sich nicht. Aber kann denn die Befragung und das, was dabei rauskommt, auch noch gefährlich werden für Olaf Scholz? Also ich glaube nicht, dass hier noch ganz konkrete Beweise auf den Tisch kommen zum HSH Nordbank-Komplex. Auch bei Warburg gab es ja sehr viele Indizien, ob es eine politische Einflussnahme gegeben hat. Die Opposition sagt, ja, das ist ganz klar. Die SPD sagt, auf keinen Fall. Am Ende wird es eine Deutung sein, wie man das jetzt interpretiert. Das ist vielleicht auch das, was am Ende da bleibt, nämlich ein Verdacht, ein Makel. Es gab ja hier auch umfangreiche Proteste wieder vor dieser Befragung von Scholz. Scholz sagt nicht die Wahrheit, das glaubt eben auch die Opposition. Am Ende bleibt da so ein bisschen dieser Verdacht im Raum stehen, dass es eine politische Einflussnahme gegeben hat. Ganz konkrete neue Details, glaube ich, kommen hier heute nicht auf den Tisch. Vielen Dank. Ines Jacobi aus Hamburg.